sözünü. Vatanın ve milletin bölünmesi. Elle était là comme députée au Parlement national et les députés. Leyla Zana war Parlamentsabgeordnete und hatte als solche einen Eid auf die türkische Verfassung zu leisten. Türkisch ist die Amtssprache der Republik, also hätte sie den Eid auf Türkisch und nicht auf Kurdisch sprechen müssen. Alle Abgeordneten der Plenarsitzung waren außer sich. Sie trug ein Haarband in den Farben der kurdischen Separatisten, grün, gelb und rot. Das sind auch die Farben der kurdischen Arbeiterpartei, die zu jener Zeit gerade ihren Unabhängigkeitswillen bekundete. Auch die gemäßigten Abgeordneten, die zu Zugeständnissen gegenüber den Kurden bereit gewesen wären, waren über diese, wie sie sagten, extremistische Kundgebung schockiert. Warum waren die Abgeordneten damals, als Leyla Zana den Eid auf Kurdisch schwor, so aufgebracht? Weil sie gegen das interne Reglement des Parlaments und die Verfassung verstoßen hat. Man hatte aber den Eindruck, dass noch mehr dahinter steckte. Leyla Zana muss eine außerordentlich harte Haftstrafe verbüßen. Es entsteht der Eindruck, dass es nicht nur daran lag, dass sie in einer anderen Sprache im Parlament sprach. Ich möchte mich nicht zum Urteilsspruch äußern. Bei uns sind Exekutive, Legislative und Judikative jedenfalls streng getrennt. Einige Tage später wurde allen 6 Abgeordneten, die den Eid in kurdischer Sprache geschworen hatten, der Prozess gemacht. Hunderte Anwälte waren beteiligt. Sie alle hatten jedoch auf den Ablauf des Verfahrens keinerlei Einfluss. Alle Anträge der Verteidiger wurden abgelehnt. Es war ein Ausnahmegericht, dem Militärs beisaßen. Die vom Gericht bestellten Zeugen waren Gegner der kurdischen Bewegung. Die Vergehen, derer ich beschuldigt werde, gründen auf einem wirren Durcheinander. Sie resultieren aus einer Vollversammlung sowie lokalen und internationalen Pressemeldungen. Ich werde verurteilt wegen eines Hungerstreiks als Protest gegen die Zerstörung einer kurdischen Stadt in Sirnak durch die Armee, sowie für Aufrufe zu Frieden und Dialog. Leyla Zana wird zur Hauptzielscheibe der Anschuldigungen. Zu Beginn wurde sie angeklagt, einen unabhängigen kurdischen Staat gründen zu wollen. Das bedeutet Todesstrafe. Man warf ihr schließlich vor, ohne Beweise dafür zu haben, PKK-Mitglied zu sein. Das Urteil gegen sie stützt sich nicht auf Taten, sondern nur auf ihre Reden und Äußerungen. Die Angeklagten schienen im Gegensatz zu den sprachlosen ausländischen Beobachtern auf ein solches Urteil gefasst zu sein. Der Urteilsspruch löste besonders im Ausland eine Protestwelle aus. Alle Aufrufe, Nachsicht walten zu lassen, blieben von den türkischen Behörden ungehört. Einige Wochen später verlieh das Europäische Parlament in Opposition zur türkischen Regierung Leyla Zana den Sacharow-Preis für geistige Freiheit. Den Preis nahm Leyla Zanas Ehemann entgegen, Mehdi Zana, ehemaliger Bürgermeister von Diyarbakir, der Hauptstadt Kurdistans. Mehdi Zana hat selbst 15 Jahre in türkischen Gefängnissen gesessen. 7 Jahre nach der Verhaftung der kurdischen Abgeordneten liegt nun deren Fall auf Initiative von Persönlichkeiten wie Danielle Mitterrand, Ehefrau des ehemaligen französischen Präsidenten, bei dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem auch die Türkei angehört. Die Rechnung der türkischen Behörden mit den außergewöhnlich harten Haftstrafen, die kurdische Resistenz in die Knie zu zwingen, ist nicht aufgegangen. Kifmet besucht jeden Dienstag ihren Mann im Gefängnis von Ankara. Er ist einer der kurdischen Abgeordneten, die der Mittäterschaft in der PKK bezichtigt werden.
Heute wird Kifmet von ihrem 17-jährigen Sohn begleitet, der seinen Vater seit mehreren Wochen nicht gesehen hat. Mein Mann hat kein Verbrechen begangen. Ich verabscheue diese Leute, die ihn eingesperrt haben. Gerne würden wir Kifmet ins Gefängnis begleiten, doch dies wurde uns untersagt. Ein heikles Thema, das nicht an die Öffentlichkeit dringen soll. Die Wohnung, Privileg eines Abgeordneten, durfte die Familie behalten. Seit der Verhaftung ihres Mannes ist Kifmet alleinerziehende Mutter. Doch wenn man ihren Söhnen zuhört, wird klar, dass sie den Traum ihres Vaters weiterträumen. In der Türkei wurde ein Volk ausgelöscht, die Kurden. Mein Vater hat für das kurdische Volk gekämpft und ich will seinen Kampf fortsetzen, auch wenn damit Risiken verbunden sind. Das ist eine Ehre für mich. Von Ankara reisten wir in das türkische Kurdistan, ein Kriegsgebiet, zu dem Journalisten normalerweise keinen Zugang haben. Die Stadt Musch im Südosten der Türkei ist heute das Herz Kurdistans. Seit 15 Jahren ist dieses Gebiet Schauplatz der Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken. Ausländische Journalisten haben keinen Zutritt. Wir sind dennoch bis hierher gekommen, ohne von der Polizei oder der Armee gestoppt zu werden. Einige Tage lang bewegen wir uns ungehindert in der Region. Überall, wo wir filmen, ist man überrascht, uns zu sehen. Wir haben den Eindruck, in einer anderen Welt zu sein, die weder mit Istanbul noch dem Rest der Türkei etwas gemeinsam hat. Die Welt der Kurden hat ihre eigenen Traditionen. Bei dieser Hochzeit in Musch schlagen sich die Männer bis aufs Blut. Ein Tapferkeitsritual. Aber